Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Kindesmisshandlung. Anwältin Katrin Rudloff deckt auf. Frau Rudloff, die hatte totale Angst, das Mädchen. Ich bin sicher, dass Gewalt da eine ganz große Rolle spielt. Erklären Sie mir bitte, wie es zu diesem riesigen blauen Fleck an Ihrem Oberarm kommt. Grundschullehrerin Inga Koch ist Mutter der 7-jährigen Jule. Heute nach Schulschluss wird sie Zeugin einer rabiaten Szene. Die Kontrahenten, Schülerin Chiara Albus, deren Mutter Jennifer, Stiefvater Sascha Wahlberg und Sohn Pat. Chiara, komm jetzt. Gedichte gelernt. Okay. Muss ich aussteigen oder was? Rein mit dir jetzt. Das heißt, die Klarigung. Chiara, ich bitte dich, ich hab die Faxen dicke. Jetzt aber. Chiara, so. Jetzt mach hin hier, wir haben keine Zeit. Meine Güte! Rein jetzt mit dir! Ja, ich mein's nicht so. Steig jetzt ins Auto, mach keinen Theater hier! Nö! Los! Was ist los? Was machen Sie hier? Was wollen denn Sie jetzt hier? Sie können Chiara doch nicht so hart anfassen. Was ist denn hart bei Ihnen? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Scheiß. Geht Sie überhaupt nichts an. Kann nicht sein. Was willst du tun? Also, was die da gerade mit ihrer Tochter gemacht haben, das ist doch nicht normal und dann auch noch in der Öffentlichkeit. Wer weiß, wie das zu Hause abgeht. Irgendwas muss ich da jetzt machen. Inga Koch macht sich große Sorgen. Die 9-jährige Chiara wollte partout nicht mit ihrer Familie mitfahren. Wird die Schülerin misshandelt? Als Tochter Jule am nächsten Tag unerwartet Chiara mit nach Hause bringt, kommt es zu einer dramatischen Situation. Hallo, na? Wie war's in der Schule? Hallo Chiara, das ist eine Überraschung, dass du da bist. Komm, wollt ihr spielen? Ja. Weiß die Mama, dass du da bist? Ja, ich hab ihr Bescheid gesagt. Okay, super, dass sie sich keine Sorgen machen muss. So. Oh, warte, seid ihr ohne Jacken gekommen? Ist euch kalt oder wollt ihr eine heiße Schokolade? Ja. Ja? Komm. Und wie war's in der Schule heute? Gut. Darf ich heute bei Juli übernachten? Von mir aus, aber da müssen wir die Mama dann jetzt anrufen und fragen, okay? Aber wenn die das erlaubt, könnt ihr das gerne machen. Klar. Was wollt ihr denn machen? Hm? Moment. Holt ihr schon mal die Tassen runter und sucht euch aus, wer welche nimmt, okay? Hallo, Sie blöde Kuh, was bilden Sie sich eigentlich ein? Erst gestern und jetzt heute hier. Gucken Sie Chiara aus. Hier mit unserem Kind. Was hat denn mein Kind schon wieder bei Ihnen verloren? Das kann doch nicht sein. Jetzt. Mir reicht es jetzt. Sie sind doch nichts Besseres hier. Das ist total unverantwortlich. Ohne unser Wissen. Wie sie hat gesagt, spielen Jetzt reicht es. Jetzt drücken Sie sich raus, sonst passiert hier was. Sonst vergesse ich mich gleich. Sie bitte meine Wohnung. Beruhigen Sie sich, denn so kriegen Sie Ihr Kind nicht. So. Komm, jetzt machen wir den Kakao. Komm, wer hat welche Tasse? Die beiden sind doch völlig drüber. Ich rufe jetzt erstmal meine Anwältin ein, denn wer weiß, was die der Polizei sonst erzählen. Lehrerin Inga Koch fühlt sich für die schutzlose Schülerin Chiara verantwortlich. Sie schaltet sofort Anwältin Katrin Rudloff ein, die zum Glück gleichzeitig mit der Polizei und den aufgebrachten Eltern eintrifft. Hallo, schönen guten Tag, die Polizei. Sind Sie Frau Koch? Ja. Und zwar Frau Rudloff, hallo. Ja, schönen guten Tag. Rudloff ist mein Name. Ich bin die Anwältin von Frau Koch. Frau Koch, ich meine, wir sollten lieber reingehen. Okay. Bitte. Danke. Ja, Frau Koch hatte mir auch schon am Telefon geschildert, um was es geht. Dann wissen Sie ja bereits auch, dass Frau Koch hier meine Tochter festhält. Zwar gegen unseren Willen. Los, rücken Sie Chiara raus. Nein, das ist doch nicht wahr. Aber ich kann Chiara doch nicht in Eltern geben, wenn die sich so aggressiv hier aufführen. Sie spinnen doch. Jetzt beruhigen Sie sich da mal, wir klären es jetzt hier alles. Mal im Ernst, wenn Sie so mit Ihrem Kind reden, dann ist es ja kein Wunder, dass die Kleine total verängstigt ist und nicht mitkommen möchte. Frau Albus, also in meinen Augen hat meine Mandantin hier völlig richtig gehandelt, ja? Und zum Wohle Ihres Kindes. Doch, was soll das denn heißen? Na, Chiara ist vielleicht nicht umsonst hier und will nicht zu Ihnen gehen. Ich meine, ist doch kein Wunder, wenn es bei Ihnen zu Hause vielleicht genauso vorgeht, wie da, was ich gestern am Auto gesehen habe. Ich meine, es war schon heftig, wie Sie das Auto gezerrt haben. Ich liebe Chiara wie meine eigene Tochter. Ich würde ihr nie etwas antun. Ich werde sie anzeigen. Wegen Entziehung Minderjähriger. Also, so wie Sie sich hier aufhören, ja, und das, was Sie sagen, steht in einem absolut starken Missverhältnis. Ja, Ihre Erziehungsmethoden scheinen ja wirklich sehr angsteinflößend zu wirken auf das Kind. Und mit Entziehung Minderjähriger, Herr Wahlberg, hat das ja überhaupt gar nichts zu tun. Ist klar, dass Sie das sagen. Dafür werden Sie doch bezahlt.
Frau Koch, ich bitte Sie, das ist doch alles verrückt hier und total an den Haaren herbeigezogen. Ich lass mich nicht verarschen. Hallo, es reicht jetzt. Ich will diese Frau anzeigen. Okay. Mein Kollege nimmt Sie mit, nimm mal in Ruhe die Anzeige auf, Herr Wahlweg. Frau Albus, gehen Sie bitte mit. Wir werden Sie noch mal separat zu einer Zeugenaussage vorladen, aber jetzt wollen wir erstmal Ruhe einbringen. Frau Koch, Sie können sich natürlich auch zu der Beschuldigung äußern. Also, ich meine, dass meine Mandantin jetzt erstmal gar nichts zu dieser Anschuldigung sagt, ja? Und wir sehen dann später weiter. Okay, im Zuge der Ermittlung werden wir Sie dann trotzdem vorladen. Dann können Sie ja vorher im Vorfeld erörtern, ob Sie sich zu der Beschuldigung äußern möchten. Frau Koch, holen Sie bitte jetzt Chiara. Sie muss jetzt mit Ihren Eltern mit. Bitte. Wir wollen die Situation jetzt hier deeskalieren. Ja, machen Sie das mal. Ist besser. Ja. Habt ihr hier die ganze Zeit zugehört? Chiara, komm, es geht jetzt nach Hause. Komm. Ich will aber nicht. Komm, ja, die Mama ist da und die nimmt dich mit nach Hause, okay? Na gut. Komm. Komm. Tschüss, Chiara. Tschüss. Chiara. Mein Schatz. Jetzt aber ab nach Hause. Lotti. Sie können die doch nicht einfach so gehen lassen. Ja, Frau Koch, wir werden im Verdacht natürlich nachgehen und einen Tätigkeitsbericht fürs Jugendamt fertigen. Aber hier und jetzt sind wir für heute fertig. Wir gehen dann auf. Frau Rudolph, die hatte totale Angst, das Mädchen. Ich bin sicher, dass Gewalt da eine ganz große Rolle spielt. Also nach allem, was ich jetzt auch gesehen habe, glaube ich das auch, Frau Koch, ja. Man muss da doch jetzt irgendwas machen. Ist richtig. Also ich werde auf jeden Fall mit dem Jugendamt sprechen, persönlich. Und ich werde auch mal mit der Familie reden. Ich sehe zu, dass ich diese Anzeige vom Tisch bekomme gegen Sie, ja. Und ansonsten machen Sie sich bitte keine Vorwürfe, Frau Koch. Sie haben absolut richtig gehandelt. Und ich sorge auch dafür, dass Chiara nichts weiter passieren wird. Also irgendwas ist hier faul. Ich werde auf jeden Fall noch mal mit den Eltern reden. Und sollte ich da nicht weiterkommen, muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, um den Grund für Chiaras ängstliches Verhalten herauszufinden. Auf jeden Fall werde ich erstmal persönlich mit dem Jugendamt sprechen. Anwältin Katrin Rudloff informiert das Jugendamt über ihren Verdacht der häuslichen Gewalt. Doch die Behörde kann dies nach einem Besuch bei der Patchwork-Familie nicht bestätigen. Die Juristin will sich nun selbst ein Bild von Chiaras Familie machen und den Eltern Jennifer und Sascha auf den Zahn fühlen. Guten Abend. Hallo, Frau Albus. Hallo, kommen Sie bitte rein. Ja. Ja, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Kein Problem. Bitte ins Wohnzimmer. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte das Chaos hier. Ich bin gerade dabei zu bügeln. Ich müsste auch weitermachen nebenbei. Ja, kein Problem. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Wo ist eigentlich Chiara? Beim Ballettunterricht. Ah. Um das zu erfahren, sind Sie ja bestimmt nicht hergekommen. Also raus mit der Sprache. Was wollen Sie? Ah, Sie sind doch bestimmt hier, weil ich mich heute Vormittag in der Schule beim Rektor über Frau Koch beschwert habe. Nein, um ehrlich zu sein, bin ich gekommen, weil ich mit Ihnen noch mal in Ruhe über die Anzeige sprechen wollte, die Sie gegen Frau Koch erhoben haben. Da gibt es nichts zu reden. Strafanzeige bleibt bestehen. Wir lassen uns doch nicht einfach so der Kindesmisshandlung bezichtigen. Papa, komm mal bitte kurz. Ich habe jetzt keine Zeit, Patrick. Geh auf dein Zimmer. Bitte. Wir reden später. Frau Albus, hören Sie, ich verstehe ja, dass Sie sauer sind. Ja, darüber, dass Sie Ihre Kleine nicht gleich mitnehmen konnten heute. Aber Sie müssen auch mal meine Mandantin verstehen. Die hatte wirklich allen Grund zur Annahme, als wäre Chiara in Gefahr. Und die wollte auch nur das Beste für Chiara. Und deswegen bitte ich Sie wirklich, dass Sie die Anzeige zurückziehen. Ja? Es kommt überhaupt nicht in Frage. Meine Tochter wurde gegen ihren Willen festgehalten. Genau, und außerdem lassen wir uns auch nicht von so einer bekloppten Grundschullehrerin vorschreiben, wie wir Chiara zu erziehen haben. Und als Schläger lasse ich mich schon gar nicht abstempeln. Aber Herr Wahlberg, sehen Sie, Sie wurden ja auch beobachtet, wie Sie neulich mit Chiara ziemlich ruppig umgegangen sind vor der Schule. Ruppig, hören Sie auf. Und dann noch die Situation in der Wohnung meiner Mandantin. Sie müssen sich also überhaupt nicht wundern, dass meine Mandantin davon ausgeht, dass Chiara in Gefahr ist. So, jetzt noch ein letztes Mal zum Mitschreiben. Frau Koch hat diese Situation vor der Schule völlig falsch verstanden. Ich war sauer, in Eile, Chiara war bockig. Ich glaube, da kommt es schon mal vor als Elternteil, dass man auch mal lauter wird oder etwas drastischer. Aber ich denke, das ist normal. Diese Frau Koch hat es verdient. Strafanzeige bleibt bestehen. Der Frau sollte mal eine Lektion erteilt werden. Ja, aber nur, dass Sie auch Bescheid wissen. Diese Anzeige, die Vorwürfe sind völlig haltlos. Ja, und die kriege ich vor Gericht locker vom Tisch. Weil das Handeln meiner Mandantin ist nämlich gerechtfertigt. Ja, und es war überhaupt keine Überreaktion. Und das wird Chiara auch bestätigen können, ja, wenn sie nicht gerade von Ihnen eingeschüchtert wird und aus Angst dann lügt. Jetzt passen Sie mal auf. Ich mache Chiara keine Angst. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Und ich kann mich hier so viel aufregen, wie ich will. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Jetzt raus hier. Danke, ich finde allein raus. Ja.
Ich würde mich trotzdem freuen, wenn Sie es noch mal überlegen würden. Wiedersehen. Das war ja eben wirklich ein recht seltsames Verhalten von dem Herrn Wahlberg. Ja, der kam mir schon etwas, naja, so latent bedrohlich vor. Aber das hilft natürlich, wenn ich eine Verurteilung meiner Mandantin verhindern möchte. Was allerdings Chiara betrifft, hier bin ich irgendwie noch nicht weitergekommen. Aber ich werde es einfach mal mit den Nachbarn versuchen. Vielleicht wissen die ja mehr. Anwältin Katrin Rudloff klingelt bei den Nachbarn, jedoch ist niemand zu Hause. Als sie das Gebäude verlässt, begegnet sie aber doch noch einer auskunftsfreudigen Anwohnerin, Claudia Keller. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung. Ja? Darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Sie wohnen doch hier, oder? Hm, genau. Kennen Sie Familie Albus? Ja, ja, die Frau Albus, die wohnt da oben mit ihrem Freund und dessen Sohn Pat heißt er, glaube ich. Und der ihrer Tochter, ne, im dritten Stock da oben. Ja, ja. Das heißt, Sie kennen die kleine Chiara auch? Natürlich. Das arme Mädel, ja. Die weint ja fast täglich. Ja, wieso das denn, wenn ich ja fragen darf? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ja, das, wenn Sie mich fragen, die Wohnung ist ja für 4 Personen viel zu klein, ne? Und der Pat, der wohnt in einem Zimmer mit Chiara. Das müssen Sie sich mal vorstellen, ja? Der Junge ist mitten in der Pubertät, was da alles passieren kann. Ja, gut, dass das ungünstig ist mit den Zimmern, mit der Zimmeraufteilung, das verstehe ich ja. Aber warum, allerdings, ja. Ja, warum weint sie denn jetzt so oft? Haben Sie das schon mal mitbekommen irgendwie? Also der Mann ist ja Taxifahrer, ne? Schichtdienst. So. Und neulich ist die ein bisschen zu spät vom Spielplatz gekommen. Und da hat der einen Stress gemacht. Der wollte ihr fast ein paar kleben, ja? Ich bin natürlich dazwischen gegangen. Das kann man ja nicht zulassen, sowas. Ja, das haben Sie gut gemacht. Und wie hat er denn reagiert? Oh, gar nicht. Der ist einfach dann ohne Worte mit der Chiara abgezogen. Das ist ja unglaublich. Und sagen Sie, haben Sie ja schon mal die Behörden davon informiert? Ja, aber klar. Bloß Sie wissen doch, wie das ist. Dann kommen die Polizisten, dann erzählt der Wahlberg denen was vom Pferd. Ich stehe völlig belämmert da. Ja? Und weil es keine Zeugen gibt, steht Aussage gegen Aussage. Das ist schon klar, ja. Aber wissen Sie, haben mir sehr geholfen. Wie ist Ihr Name, Frau? Keller. Frau Keller, ja, freut mich. Ich gebe Ihnen jetzt hier mal meine Karte. Mhm. Ich bin Anwältin und ich vertrete die Lehrerin von der kleinen Chiara. Und wenn Sie mal wieder irgendwas mitbekommen sollten in der Art und Weise, dann würde ich Sie bitten, dass Sie mich sofort anrufen. Ja, Frau Keller? Ja, gut. Mache ich gerne. Ja. Ja, gut. Wiedersehen. Tschüss. Also das Gespräch gerade eben, das bringt mich natürlich schon weiter, aber irgendwie hat es mich auch eben total erschreckt. Der Herr Wahlberg scheint ja doch ein recht aggressiver Zeitgenosse zu sein. Und eins ist jetzt auf jeden Fall ohne Zweifel klar, Chiara ist in dieser Familie in Gefahr und sollte so schnell wie möglich dort rauskommen. Aber dazu muss ich halt unbedingt beweisen, dass Chiara misshandelt wird. Und das wird mit Sicherheit nicht so einfach. Am nächsten Tag besucht Anwältin Katrin Rudloff ihre Mandantin Inga Koch in der Schule, um ihr von der Augenzeugin Keller zu berichten. Da sie so schnell wie möglich der 9-jährigen Chiara helfen möchte, Sascha aber die Misshandlung nicht nachweisen kann, will sie jetzt verdeckt ermitteln. Hallo, Frau Rudloff. Hallo, ich grüße Sie. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche möchten Sie denn zuerst? Die schlechte. Frau Albus und Herr Wahlberg werden die Anzeige gegen Sie nicht zurückziehen. Das war mir nach dem Auftritt beim Direktor eigentlich schon klar. Aber Sie müssen sich trotzdem keine allzu großen Sorgen machen, weil ich habe eine Nachbarin befragt und die kann bezeugen, dass Herr Wahlberg doch des Öfteren recht aggressiv auftritt. Und deswegen gibt es guten Grund anzunehmen, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Sie einstellen wird. Okay. Und wie wollen Sie das anstellen? Ganz einfach. Ich rede mit dem Staatsanwalt und werde ihm berichten, dass Herr Wahlberg des Öfteren aggressiv auftritt. Chiara gegenüber, Ihnen gegenüber. Ja, auch der Nachbarin gegenüber und selbst ich habe das latent schon mitbekommen, dass der aggressiv ist. Das ist so furchtbar. Ich meine, wenn der Erwachsenen gegenüber schon so aggressiv auftritt, dann macht er das bei Kindern doch erst recht. Wir sollten doch noch mal mit dem Jugendamt sprechen. Ja, nur, die sind ja schon im Bilde und die haben nichts gefunden. Also es macht jetzt zurzeit keinen Sinn, mit denen zu sprechen. Aber es muss doch irgendwas passieren. Ja, aber ohne neue Beweise brauchen wir beim Jugendamt nicht anzutreten. Wir brauchen erstmal neue Beweise. Wie wollen wir das anstellen? Mit Chiara können wir nicht noch mal reden. Die Mutter lässt uns da nicht noch mal ran. Also in der momentanen Situation halte ich es für das Sinnvollste, wenn wir private Ermittlungen anstellen. Okay. Und wie stellen Sie sich das vor? Sollen wir einen Privatdetektiv beauftragen oder? Ja, ganz genau. Also in der momentanen Situation halte ich das für das Allerbeste. Ja. Gut. Dann müssen wir das machen.
Wir können nicht erst warten, bis die Misshandlungen von Chiara für alle offensichtlich werden. Bis dahin ist auf jeden Fall zu spät. Wir müssen weitere gewalttätige Übergriffe gegen Chiara auf jeden Fall verhindern. Und ich hoffe sehr, dass der Privatdetektiv uns dabei behilflich ist und was rausfinden wird, was die bedrohliche Lage und die Misshandlungen beweist. Am Nachmittag spielt Jennifer ausgelassen mit Tochter Chiara auf dem Spielplatz. Die Verkäuferin arbeitet Vollzeit und hat heute ihren freien Tag, den sie mit der Neunjährigen verbringt. Zu diesem fröhlichen Gespann gesellt sich Lehrerin Inga Koch mit Tochter Jule. Oh, aufpassen, Spatzelein! Oh. Au, 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 au. Hallo. Oh, gib mal schnell der Mama. Hallo, Frau Albus. Ah, wo hab ich denn? Nee, danke, geht schon. Los, nehmen Sie schon, ich hab sie hier. Na gut, ich habe meine zu Hause vergessen. Ups, danke schön. So, Maus, jetzt aber. Sag einmal. Du freust dich auf? Hast du vielleicht noch Feuchttücher, weil meine Hände kleben? Chiara, Mama hat Feuchttücher, ja? Ich hol die schnell aus der Tasche. Ja. Bist du öfter mit deiner Mama hier auf dem Spielplatz? Ja, manchmal, aber es ist immer besonders toll, mit Mama zu spielen, besonders auf dem Delfin hier. Ja, warum? Weil ich immer ganz doll lachen muss und sie auch, wenn Mama fast runterfällt. Okay, ja. So, Mausel. Ah, da hast du dich aber doll angekleckert. Kann ich und Jule noch spielen? Ja, klar. Eine halbe Stunde, okay? Okay. Nicht, dass Frau Koch noch denkt, ich wäre eine Rabenmutter. Ui. Ich habe gesehen, wie viel Spaß ihr und Chiara hier hatten. Ja, Chiara und ich haben eigentlich immer sehr viel Spaß miteinander. Wissen Sie, das, was Sie da letztens vor der Schule gesehen haben, ich meine, das passiert doch jeder Mutter mal. Oder verlieren Sie vor Jule nicht manchmal die Nerven? Natürlich. Aber das war schon ein bisschen drüber, das müssen Sie zugeben. Ja, mein Gott, vielleicht war es ein bisschen zu viel, aber ich habe im Moment wirklich richtig viel Stress. Chiara ist in der Trotzphase, testet täglich ihre Grenzen aus, es ist echt nicht einfach. Ich kann das schon nachvollziehen. Wissen Sie, ich will mich wirklich nicht einmischen, aber wenn ich sowas sehe, dann habe ich einfach... Frau Koch, es kommen im Moment bei uns wirklich alle Dinge zusammen, ja? Wir leben zu viert auf engstem Raum. Und die Wohnungssuche ist bei Gott nicht einfach, ja? Es ist so zum Verrücktwerden. Vermieter wollen doch heutzutage nur noch kinderlose, reiche Paare. Und Sascha und ich müssen uns in der Schicht abwechseln. Ich kann das verstehen und bei Ihnen mache ich mir da auch wirklich keine Gedanken. Aber bei Ihrem Freund bin ich mir da nicht so sicher. Ich meine, werden Sie sich nicht auch manchmal unsicher, wenn er so laut oder aggressiv ist? Vielleicht schlägt er Chiara ja auch, ohne dass sie es mitkriegt. Das ist doch Unsinn! Sascha ist ein rauer Mann, aber wirklich herzlich. Er liebt die Kinder und es kann mal sein, dass er lauter wird, wenn er einen harten Arbeitstag hat. Aber er würde niemals handgreiflich werden, ja? Und jetzt reicht's auch. Chiara, Maus, ja. Sagst du Jule tschüss? Okay. Tschüss, Jule. Tschüss, Julelein, ja? Chiara muss nach Hause. Tschüss. Ich bin jetzt echt verunsichert. Ich meine, vielleicht habe ich mich geirrt und das ist alles wirklich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. It's time to live it up, oh. Am nächsten Tag begleitet Inga Koch ihre Anwältin Katrin Rudloff zu einem Termin mit Jugendamtmitarbeiterin Jutta Balder. Die Juristin hat inzwischen Filmmaterial vom Privatdetektiv erhalten, das beweist, dass Chiara vor ihrer Familie Angst hat. Ja, Frau Rudloff? Ja, hallo. Hallo, kommen Sie rein, ja? Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, also im Übrigen finde ich das toll, dass Sie da nicht weggucken. Aber jetzt erzählen Sie mal, wie kommen Sie denn da eigentlich drauf, dass der Herr Wahlberg die Chiara misshandelt? Ich habe immer noch ein total komisches Gefühl bei der Sache. Genau, also es gibt auch neue Anhaltspunkte dafür, dass sie misshandelt wird. Also das zu beurteilen, das überlassen Sie mal mir und meinen Kollegen. Ich war letztens bei der Familie gewesen und da gab es wirklich keinerlei Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmen sollte. Ja, da haben Sie auch noch das noch nicht gesehen. Ich will Ihnen mal was zeigen. Deswegen sind wir auch gekommen, um Ihnen das mal hier zu zeigen. Und zwar folgendes. Wir haben einen Privatdetektiv engagiert, dass der diese Aufnahmen hier macht. Und zwar hat er die Kleine hier beobachtet. Und schauen Sie, was jetzt passiert. Es ist zwar ohne Ton, aber die Bilder sprechen für sich. So, passen Sie auf, jetzt kommen ihre Eltern nämlich und sie rennt weg. Sehen Sie das? Hm, aber das könnte auch ein Spiel sein. Nee, ist es nicht. Also ganz eindeutig nicht. Die kommt auch nicht wieder vor. Ich war doch da gewesen, da war doch alles in Ordnung. Trotzdem, wir bitten Sie, gehen Sie noch mal hin. Schauen Sie sich noch mal in Ruhe die Familie an. Sie wollen doch sicherlich nicht verantwortlich dafür sein, später nichts getan zu haben, wenn wirklich was passiert. Also, wissen Sie was?
Das werden wir sehen. Ich werde da noch mal hingehen. Ja, ich gucke mir das noch mal genau an. Und in der Zwischenzeit würde ich Sie ganz gerne bitten, jetzt erstmal nichts zu unternehmen. Gut? Ist ja klar. Wir telefonieren dann morgen. Ja. Gut, alles klar. Danke, Frau Scholz. Ja, gut. Dann ich muss jetzt, habe noch einen Termin jetzt. Also. War schön, dass Sie noch mal hingehen. Ja. Ja. Dankeschön. Gut, danke. Schönen Tag noch, ja? Gleichfalls. Tschüss. Danke, tschüss. Also ich weiß ja selbst, dass diese Aufnahmen hier noch nicht der absolute Beweis dafür sind, dass Chiara misshandelt wird. Aber ich bin mir sicher, dass ein erneuter Besuch vom Jugendamt die Mutter aufrüttelt und genauer hinschauen lässt.